Ja, guten Morgen. Schön, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Sie sind ärztlicher Leiter Rettungsdienstes Main-Kinzig-Kreises. Von Haus aus eigentlich Arzt, waren ganz viele Jahre am Krankenhaus in Schlüchtern tätig und gehören jetzt auch zum Krisenstab des Main-Kinzig-Kreises aktuell. Was macht man denn normalerweise als ärztlicher Leiter Rettungsdienst? Ja, als ärztlicher Leiter Rettungsdienst kümmert man sich darum, dass der Rettungsdienst insgesamt gut funktioniert, also dass Standards weiterentwickelt und natürlich auch eingehalten werden, dass die Schnittstellen insbesondere dann im Verhältnis zwischen Rettungsdienst, den Kliniken und der Leitstelle gut funktionieren, auch dass bereichsübergreifende Einsätze mit Nachbarbereichen gut funktioniert, dass das, was aktuell wissenschaftlich, rettungsdienstlich gemacht werden sollte, dass das bei uns dann auch so geschieht, schnell eingeführt wird. Also es zählt auch viel mit Fortbildung, Zertifizierung, Qualitätssicherung und diese Dinge gehören dann dazu. Okay, jetzt haben wir ja keine normalen Zeiten seit mehreren Wochen schon, sondern die Corona-Krise, was ist Ihre Funktion denn jetzt? Also zunächst mal ist es genau die gleiche Funktion. Es gibt jetzt ein neues Krankheitsbild, was in vielen Dingen ähnlich abgearbeitet werden und behandelt werden muss wie andere Virusinfekte. Aber es, wie wir alle wissen, hat das mittlerweile eine nationale und internationale Tragweite bekommen. Und man muss gewisse organisatorische, logistische Dinge dann mitführen. Und da geht es natürlich darum, dass das in das Rettungsdienstsystem etabliert wird, dass insbesondere natürlich auch die Mitarbeiter geschützt werden. Also es geht darum, wie geht man mit bestätigten Fällen, mit Verdachtsfällen, aber auch mit dem Normalzustand um, bei dem ja auch jetzt mittlerweile nie mehr ganz sicher ausgeschlossen ist, dass es dort auch um Covid-Träger gehen könnte. Also all das muss natürlich kommunikativ in das Rettungsdienstsystem gebracht werden und dann natürlich auch mit den sich ständig ändernden Vorgaben auf nationaler Ebene, Landesebene und so weiter dann auch abgeglichen werden. Das ist das Erste, was dann zu tun ist. Das Zweite, was mitlaufen muss, ist die rettungsdienstliche Normalversorgung dann sicherzustellen, also dass der Patient, der einen Herzinfarkt, Schlaganfall, eine schwere Verletzung hat, noch weiterhin so behandelt werden kann, dass es dem Standard entspricht, also quasi diese Sicherstellung. Und was Sie haben das Thema Krisenstab oder Verwaltungsstab angesprochen, dann gehört natürlich noch dazu, dass man als Teil der Kreisverwaltung diejenigen Teile unterstützt, die momentan extrem belastet sind. Das ist in dem Fall das Gesundheitsamt, was auch bei solchen infektiologischen Lagen natürlich die federführende Gesamtentscheidung für das System hat, natürlich auch immer vernetzt mit Landes- und Bundesebene. Und in dem Zusammenhang ja, ist quasi die gesamte Kreisverwaltung auch so ein bisschen auch Teil des Gesundheitsamtes jetzt. Und das gilt für uns als Gefahrenabwehrzentrum, also als die Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde natürlich in gleicher Weise. Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Arbeitsauslastung frage, dann ist jetzt der klassische Rettungsdienst Covid-unabhängig so auf ein 5-10% Niveau runtergefahren und die Gesamtbelastung auf 200% etwa. Okay, ich habe nochmal nachgeschaut, Stand 5. April, also Sonntagabend, waren es in meinem Kinzig-Kreis 257 laborbestätigte Fälle. 3 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Lage zwischen Maintal und Schlüchtern? Sie haben da ja ein gutes Bild. Ja, also die Zahlen haben Sie schon genannt. Man könnte vielleicht dann noch ergänzen, dass auch so über 50 Patienten, zwischen 50 und 60, glücklicherweise die Erkrankung auch unbeschadet hinter sich haben. Also wir haben jetzt quasi so um die 200 aktive Fälle, um die wir uns natürlich kümmern müssen. Davon sind derzeit knapp 40 in stationärer Behandlung, 11 sind beatmet. Und das spiegelt von der Verteilung eigentlich genau das wider, was wir bundesweit oder, ja, ich sage jetzt nicht weltweit, sondern da gibt es ja andere Verschiebungen, aber was man insgesamt
von den Verläufen einer solchen Erkrankung dann auch erwarten müsste. Also das passt insofern zusammen. Und wir wissen natürlich, wenn es 258 Fälle gibt, da gibt es auch Kontaktpersonen dazu, die isoliert sind. Aber wir müssen jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen damit rechnen, dass es dann auch weitere Infektionen dann geben wird, dass die Fallzahl steigt. Mhm. Dass aber auch die Zahl der Genesenen dann auch allmählich entsprechend steigt. Eine ganz praktische Frage, wenn ich in Quarantäne bin, weil ich Kontakt hatte zu einem positiv Getesteten, rufen Sie mich dann einmal am Tag an und kontrollieren, ob ich auch wirklich zu Hause bin? Also wie funktioniert denn diese Überwachung der Quarantäne? Also ich rufe Sie dann nicht an, weil, wie gesagt, mein Aufgabengebiet ist ein anderer. Das ist so das klassische Aufgabengebiet, was unser Gesundheitsamt mit den Gesundheitsaufsehern dann in der Tat macht. Und da gibt es massive Unterstützung auch aus anderen Bereichen der Kreisverwaltung, die dann versuchen, genau das sicherzustellen. Sind die Leute da einsichtig? Was ist da Ihre Erfahrung jetzt aus den letzten 2 Wochen? Bleiben die in Quarantäne? Das müssten Sie jetzt im Einzelfall natürlich den ja, aber Sie haben ja den Leiter vom Gesundheitsamt. Aber uns sind jetzt keine Fälle bekannt, wo das irgendwie eskalieren würde, sondern ganz im Gegenteil. Also eigentlich geht jeder besonnen damit um. Eigentlich verhält sich ja der Großteil der Gesellschaft prophylaktisch schon wie eine Kontaktperson und hält Abstand, so soll es ja auch sein. Und die, die jetzt wirklich wissen, dass sie mit einem bestätigten Fall zu tun haben, die passen natürlich extrem dann drauf acht. Sie haben gesagt, 11 Patienten an Beatmungsgeräten, die sind verteilt auf die 3 Kliniken? Ja, wir haben 4 Kliniken, aber Sie haben recht, genau 3 Kliniken sind auch darauf eingerichtet, Patienten auch zu beatmen. Also wir haben 4 Kliniken im Main-Kinzig-Kreis. Wir sind natürlich insgesamt vernetzt. Es gibt den sogenannten Versorgungsbereich oder Planungsbereich 4. Es gibt 6 Krankenhausversorgungsbereiche in Hessen. Da sind wir mit Main-Taunus, Stadt und Kreis Offenbach und der Stadt Frankfurt und dem Hochtaunuskreis quasi eine Gruppe, die dann nochmal speziell koordiniert wird. Momentan ist es aber in der Tat so, dass quasi alle Patienten, die bei uns aufschlagen, dann auch in Main-Kinzig-Kreis versorgt werden. Wie viele freie Betten stehen den elf Belegten gegenüber? Nur, dass sie vielleicht auch mal signalisieren, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man jetzt tatsächlich an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müsste? Ja, also man kommt ja normalerweise nicht als Beatmungspatient unmittelbar dann ins Krankenhaus, sondern das ist ja auch der Dynamik des Krankheitsverlaufs geschuldet, dass man im Laufe der Erkrankung, viele, denen geht es dann wieder gut, ohne dass sie vielleicht sogar nur zum Arzt gehen müssten. Manchen geht es schlechter, die begeben sich in stationäre Behandlung und dort wird dann früher oder später auch eine solche Dramatisierung dann auftreten, dass man dann beatmungspflichtig dann werden könnte. Ich schaue jetzt gerade mal auf meine Zahlen. Wir hätten momentan, was freie Krankenhausbetten für Covid-Bestätigte oder auch Verdachtsfälle betrifft, im Bereich 64. Die Beatmungsplätze sind aber derzeit in der Tat handverlesen. Da wissen wir aber, dass unsere 4 Kliniken und alle anderen auch quasi im rückwärtigen Raum schon für den Fall, dass es da knapp werden sollte, wieder Umstrukturierungen planen, dass dann auch wieder mehr Kapazität zur Verfügung steht. Also okay, das heißt, was für ein Maximum an Plätzen würde es geben in den Häusern? Da müssten wir dann auf einen 3-stelligen Bereich dann kommen. Wobei momentan, wenn es sich dann so weiterentwickelt, jetzt nicht zu erwarten wäre, dass eine so große Zahl von Fällen dann momentan überhaupt in diese Situation gleichzeitig dann kommen würde. Das müssen wir halt jetzt abwarten. Aber im Hintergrund laufen ja ganz verschiedene Planungen. Sie haben ja auch gehört, dass es um Behelfsbeatmungsplätze und solche Dinge geht. All das wird im Hintergrund schon gedacht, aber ist im Moment zum Glück noch nicht Teil der Lage. Und alle anderen Maßnahmen, die wir drumherum treffen, sorgen ja auch gerade dafür, dass das eben nicht Teil der Lage werden sollte.
Okay, zwei Ergänzungsfragen noch dazu. Jetzt gab es ja die erste positiv getestete Bewohnerin eines Pflegeheims im Ostkreis. Spielt das in die Planung irgendwie rein? Bereiten Sie sich da separat vor, was das heißen würde, wenn in einem Pflegeheim mehrere Personen jetzt einfach einen positiven Verlauf zeigen? Und eine Ergänzungsfrage, gibt es auch Anfragen zum Beispiel aus dem Ausland über das Land Hessen jetzt, dass man sagt, könntet ihr Patienten aufnehmen aus dem Ausland? Also fange ich mit der letzten Frage an. Was den Main-Kinzig-Kreis betrifft, ist mir da nichts bekannt. Wir erfassen natürlich auch im elektronischen System hessenweit Beatmungsmöglichkeiten. Da ist momentan auch noch viel Luft, sodass ich mir vorstellen könnte, dass solche Fragen dann auch an das Land Hessen gestellt werden. Ich glaube aber, dass wir dann jetzt als nicht so ganz zentral gelegener Rettungsdienstbereich bzw. Landkreis jetzt nicht als erstes da angefragt werden. Mhm. Die andere Frage, was Ausbruchsmanagement, nenne ich es jetzt mal, in Einrichtungen, die viele Risikopatienten haben, also speziell Alten- und Pflegeheime betrifft, wissen wir natürlich auch, dass das mit das größte Risiko einer Ausbreitung der Lage wäre. Deswegen haben wir ja unsere Alten- und Pflegeeinrichtungen auch, wir stehen da alle in engem Kontakt. Eben dieser Krisenstab steht in enger Verbindung und wir haben deswegen von Anfang an auch schon immer darauf hingewiesen, dass das A und O das strikte Einhalten von Standardhygienemaßnahmen ist, wozu dann auch gehört, dass man im entsprechenden Bedarfsfall, in Kontaktsituationen dann auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen dann hat, dass auch die Mitarbeiter entsprechend standardmäßig damit umgehen können. Und da tun wir auch alles dafür, können dennoch nicht ausschließen, dass es zu solchen Fällen kommt, aber da sind wir wieder ganz zuversichtlich, dass diese Maßnahmen dann dafür sorgen, dass es nicht zu einer exorbitanten Verbreitung kommt. Okay. Auch das ist nicht auszuschließen, aber es gibt halt eine Reihe von Überlegungen, wie man dann massiv dann vor Ort vorgehen könnte. Gibt es verschiedene Strategien, um dann dennoch eine noch weitere Ausbreitung dann zu verhindern. Ja. Das, also das klingt so, als wären Sie quasi schon drei Schritte weiter in den Planungen auch in den Vorbereitungen. Was ist denn Stand heute die größte Herausforderung, die Sie sehen? Die größte Herausforderung? Die der Kreis jetzt noch zu bewältigen hat, gegebenenfalls. Würde ich an zwei Dinge denken. Also das erste ist, wir haben eben diese 200 aktive Fälle. Auf die müssen wir aufpassen, dass sich das nicht ausbreitet. Sie haben ja die Kontaktpersonenstrategie berichtet. Der größte Gesamtrisikofaktor, ich spreche jetzt nicht von den Risikopatienten, die kennen wir ja, die Älteren und die Menschen mit Vorerkrankungen und Immunsuppression, sondern das größte Risikopotenzial in der Weiterverbreitung gerade auf diese Risikogruppen liegt natürlich im Gesundheitspersonal, im Krankenhaus, Pflege etc., weil da ja Kontakte mit Gesunden und mit Krankheitsverdächtigen, auch mit denen, die nicht krankheitsverdächtig sind, aber dann in Einzelfällen, lässt sich das nicht ausschließen, dann doch so ein Virus schon angefangen haben auszubrüten und dann übertragen können. Das ist sozusagen das große Risiko. Und wenn man dann konsequent infektionsvermeidungsmäßig Kontaktpersonen dann isoliert, dann führt das zwangsläufig dazu, dass die Versorgungslage für die Normalpatienten dann nicht, weil so viele Leute angesteckt sind, sondern weil sie einfach prophylaktisch nicht arbeiten dürfen, die dann eingeschränkt sein könnten. Und da haben wir auch im Gesundheitsamt ein spezielles Team, was sich dann schwerpunktmäßig mit solchen Lagen beschäftigt. Also auch da ist man quasi zwei Schritte vor der Lage und denkt dann drüber nach. Aber wenn so ein Worst-Case-Szenario passieren könnte, dann muss man sich dann natürlich intensiv Gedanken machen, wie man dann damit umgeht. Aber, würde ich jetzt auch wieder optimistisch sagen, auch wenn nur solche Verdachtsfälle entstehen, alle beteiligten Krankenhäuser mit Krankenhausleitungen,
Gesundheitsamt, die Gefahrenabwehr, die Pflegeeinrichtung. Wir treffen uns seit 3 Wochen 1 bis 2 Mal täglich, auch am Wochenende, und stimmen immer die aktuelle Lage ab und überlegen, was könnte jetzt als Nächstes und Übernächstes passieren. Und im Hintergrund laufen in der Tat da schon die Vorbereitungen. Ja, jetzt arbeitet das Personal ja dann schon an der Belastungsgrenze, auch wenn man jetzt mit Blick auf Hanau, wo ja Personal rausgenommen worden ist, vorsorglich in Quarantäne geschickt, gibt es ja Aushilfe quasi untereinander. Ist das auch vorstellbar, jetzt quasi klinikübergreifend, dass man sagt, Gelnhausen, Schlüchtern helfen in Hanau oder Hanau hilft im Bedarfsfall in Gelnhausen? Wäre auch denkbar, wobei halt die Belastung jetzt in allen Bereichen schon halt relativ groß ist. Allein dadurch, dass man Arbeitsabläufe ja sicherer gestalten und voneinander trennen muss, allein das macht schon einen größeren Personalbedarf, wenn man sie häufig Schutzkleidung anziehen, wechseln muss etc. Also die einzelnen Arbeitsschritte sind insgesamt länger. Das heißt, auch ohne dass ein Fall irgendwo entsteht, haben wir schon da ein Problem. Deswegen die gegenseitige Unterstützung, glaube ich, würde auch funktionieren. Aber wir setzen ja eher sogar drauf, noch Menschen, die sich durchaus in der Lage sehen, solche Systeme zu unterstützen und das normalerweise nicht oder nicht mehr tun, zu aktivieren. Sie kennen die Aktion des Main-Kinzig-Kreises, die Ärztinnen und Ärzte, die im Main-Kinzig-Kreis wohnen und vielleicht nicht mehr berufstätig sind, da zur Verfügung zu stellen. Da haben sich sowohl was Hanau als auch Gelnhausen betrifft auch schon ehemalige Mitarbeiter auf diesem Wege dann gefunden. Auch Pflegekräfte melden sich und das versuchen wir weiter zu vermitteln, wird auch dankbar aufgenommen und insofern sind wir da auf einem recht guten Weg. Okay. Eine Kollegin hat vorhin gesagt, stell doch auf jeden Fall mal die Frage, ob man eigentlich noch mit einer anderen Erkrankung guten Gewissens ins Krankenhaus gehen kann derzeit oder ob sich da alles nur um Covid-19 dreht. Was ist da Ihre Antwort? Ja, meine Antwort ist natürlich, kann man das. Es ist natürlich Teil der Gesamtstrategie, die auch sehr gut funktioniert. Also es ist alles im Moment, wenn man das sich anschauen würde, eigentlich etwas entspannter als vor 3 Jahren bei der Grippewelle, wo man keine steuernden Effekte in die Bevölkerung, in die niedergelassenen Ärzte schnell genug senden konnte. Lasst alles zu Hause, was nicht unbedingt ins Krankenhaus muss. Das hat dann zu extremen Engpasssituationen geführt. Momentan gibt es ja genau diese Strategie. Alles das, was man verschieben kann, sollte man verschieben. Und das wird auch flächendeckend umgesetzt. Deswegen haben wir eben diese vielen freien Kapazitäten im Moment. Gilt natürlich gleichermaßen, dass alles das, was eben nicht warten kann, alles, was dringend zu versorgen ist oder wo auch dringend auch nur eine Entscheidung im Raum steht, dass man schnell handeln muss. Also Herzinfarkt, Schlaganfall, Verletzungen, sonstige Erkrankungen. Muss man sich keine Sorgen machen. Das läuft natürlich weiter. Man muss sich da keine Sorgen machen. Und man sollte auch nicht aus falschem vorauseilendem Gehorsam irgendwie, wenn man Schlaganfallsymptome hat, abwarten, ob es nicht vielleicht besser wird, weil dann ist der entscheidende Zeitfaktor dann verloren gegangen. Also absolut der Appell, Notfallversorgung ist aufrechterhalten. Im Rettungsdienst, das kann ich unmittelbar überschauen, haben wir 90% normale Einsätze, 10% Einsätze mit Covid-Verdacht oder Transporte von bestätigten Fällen. Also da ist noch Luft und in den Krankenhäusern ist das ganz ähnlich zu sehen. Okay. Jetzt gibt es seit einigen Tagen ja diese Diskussion, vor allen Dingen halt in Italien, jetzt auch in New York. Wer bekommt ein Beatmungsgerät, wer bekommt kein Beatmungsgerät? Sie waren jetzt lange selbst Arzt. Sicher keine leichte Entscheidung, wenn man davor steht. Aber Sie haben es ja bestimmt jetzt auch im Krisenstab schon besprochen, wenn der Fall eintreffen sollte. Wie geht man denn davor? Was ist denn da die Empfehlung an die Ärzte in den Kliniken im Main-Kinzig-Kreis? Ja, also die ganz grundsätzliche Philosophie, die wir auch nicht aufgeben sollten, ist, dass wir das, was sich in der Behandlung von Nicht-Covid-Patienten etabliert hat,
dass wir da auch im übertragenen Sinne auch auf die Covid-Patienten dann auch ausdehnen. Das heißt, die Entscheidung, ob jemand beatmet werden muss, wie die Prognose aussieht, um dann die Entscheidung zu treffen. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal den Patienten, der 85 Jahre ist und an einer Lungenentzündung jetzt leidet, Covid-unabhängig, gibt es bisher auch immer schon die Entscheidung, wie ist die Prognose des Patienten, wie steht er selbst dazu. Es gibt ja das Thema Patientenverfügung, Behandlungsvorausplanung, Gespräche mit den Angehörigen, Vorsorgevollmacht. Da wäre es schade, wenn man jetzt in der Covid-Situation diese ganzen Überlegungen außen vor ließe und jetzt nur sagt, hier hat jemand Covid und die Werte werden schlecht und er muss jetzt an ein Beatmungsgerät. Ja. Ich würde einfach dafür plädieren, dass diese normalen Kommunikationsstrukturen weiterlaufen und da wird es dann auch in dieser Situation dazu kommen. Diese Zeit wird man sich nehmen müssen, individuell jeden Fall diesbezüglich dann zu beleuchten. Und wenn dann wieder erwarten, trotzdem eine Situation mit der Verknappung von Ressourcen auftritt, kommt das auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, jeder Patient, der dann einen Beatmungsplatz braucht, wird ihn auch kriegen. Vielleicht wird man ihn dann auch 100 Kilometer weiterfahren müssen in Bereiche, die noch nicht davon betroffen sind oder die es schon hinter sich haben und wieder Ressourcen frei haben. Ich kenne auch in Berichte aus Italien, wo dann, wenn kein Beatmungsgerät da ist, halt mit dem klassischen Handbeatmungsgerät jemand beatmet wird. Also ich glaube, es wird auch in einer für mich nach wie vor undenkbaren Eskalation der Lage niemand ad hoc dann ersticken müssen, sondern ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich auf dem, was man ansonsten an Planungen vor sich hat, dass sich da Lösungen finden, die zumindest jetzt keine, ja, wie soll ich sagen, kein Standard erfordert, wie es ja nach dem Motto, ab so und so viele Jahre wird keiner mehr beatmet. Es gibt Länder, wo das vielleicht dann so ist und praktiziert wurde, wo aber das auch Teil des normalen Gesundheitswesens ist, wo dann ab 65 niemand mehr eine künstliche Hüfte bekommt. Das ist in unserem System so nicht vorgesehen und ich denke nicht, dass Covid ein Anlass wäre, an der Strategie irgendwas zu ändern. Ja, ich würde abschließend Ihnen gerne nochmal die Frage stellen. Sie sagen jetzt, Sie können sich so eine Eskalation im Main-Kinzig-Kreis in Deutschland nicht vorstellen, wie das, was wir jetzt an Bildern, weiß ich nicht, aus New York sehen zum Beispiel oder aus Italien. Wie ist denn Ihre Prognose für die nächsten 7 bis 14 Tage? Die nächsten 7, also wenn man Prognosen vielleicht für 7 bis 14 Tage abhalten könnte, müssten wir uns jetzt als Krisenstab nicht jeden Tag zweimal treffen, weil die Lage dann machen wir die ändert nächsten sich. Tage. Ich verstehe die Frage natürlich. Und also meine persönliche Einschätzung, also ich denke schon, dass sich etwas eskaliert, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Ausmaß mit den Bildern, die wir international haben, bei uns bekommen werden. Es ist allerdings davon abhängig, dass sich alle weiterhin an diese Regeln des Social Distancing halten. Muss ja keine emotionale Distanz sein, aber halt die räumliche. Und wir müssen, glaube ich, weiter dann sehr achtsam sein, zum einen, was die Risikopatienten betrifft, wie auch das Risikoüberträgerpotenzial. Da müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir die Fallzahl möglichst gering halten, bis es genug Gesunde gibt und so weiter. Wenn das der Fall ist, glaube ich, wenn wir trotzdem im Intensivbereich Engpass-Situationen kriegen, die dann dazu führen müssen, dass so der Regelbetrieb ein bisschen noch weiter umstrukturiert werden muss. Da sind wir aber in dem Versorgungsbereich und auf Landesebene auch wieder ein, zwei Schritte weiter, dass das auch gelingen müsste. Ich glaube, wir werden auch Kliniken entlasten müssen, dahingehend, dass wir das Potenzial von Kur- und Reha-Kliniken, die wir im Main-Kinzig-Kreis ja zum Glück haben, mit denen wir auch in engem Kontakt stehen und die sehr
prospektiv und engagiert sich auch darauf vorbereiten, einen Teil der Versorgung von den Menschen, die zwar noch unter ärztlicher Beobachtung bleiben müssen, aber jetzt nicht mehr ein CT und sowas brauchen, dass man die letzten Tage, bis man so guten Gewissens entlassen kann, dann auch in einer Reha-Einrichtung benutzen kann. Also ich glaube, da werden wir das ein oder andere Register noch ziehen müssen, aber weitergehende Szenarien würde ich im Moment nicht sehen, solange wir alle aktiv die Sache im Blick behalten und gegebenenfalls ganz gezielt dann nachsteuern. Ja, vielen Dank, dass Sie sich eingelassen haben. Ich würde die Aufnahme jetzt beenden. Wir haben ein Live-Skype-Interview geführt.